Willkommen zum dritten Video in unserer Serie von 12 Heilmittel bei Verletzungen. Der Kurs besteht aus mehreren Folgen und wir sind in Teil 3, aber es ist wichtig, dass Sie Teil 1 und 2 gesehen haben. Diese Kursteile bauen aufeinander auf und Sie sollten unbedingt mit Teil 1 anfangen. Falls Sie das also noch nicht gesehen haben, bitte erst Teil 1 und 2 sehen und dann jetzt zu Teil 3 kommen. Hier in diesem Video geht es um Gelenksverletzungen. Diese Abfolge kennen Sie vielleicht aus Teil 1. Wir haben immer erst Schock, Blutung, Schwellung und dann die Abheilung. Das ist bei Gelenksverletzungen ein klein wenig anders. Die Grafik zeige ich Ihnen dazu nachher. Das wird ein bisschen komplizierter, aber wir kommen dazu. Gelenksverletzungen. Gelenksverletzungen entstehen in Zusammenhang mit Sturz, mit Tritt, mit Schlag oder mit einfachem nur Umknicken. Es kommt dadurch zur Schwellung des Gelenks durch diese Gewalteinwirkung. Ob es jetzt von dem Fehltritt ist oder von einem Tritt, spielt keine Rolle, das Gelenk wird erstmal dick. Das wichtigste Mittel bei solchen Gelenksverletzungen ist, diese Schwellung zu behandeln, und das machen wir mit Ledum. Ledum ist nicht nur ein Mittel, um Infektionen von offenen Wunden zu verhindern, sondern Ledum ist auch das wichtigste Heilmittel für Gelenksverletzungen. Also immer dann, wenn eine Kraft auf ein Gelenk einwirkt, dass es übermäßig beansprucht wird und es zu Verletzungen kommt, Schwellungen kommt, dann ist Ledum das Hauptmittel. Das ist das Wichtigste. Immer wenn Stoß, Schlag oder Sturz so etwas verursacht hat, dann müssen wir Ledum nehmen. 3x2 Globuli sollten ausreichend sein. Das Schockmittel? Naja, meistens brauchen wir es nicht oder nur bedingt. Das muss man sich überlegen. Soll man nicht? Eigentlich würde ich das in Frage stellen. Wichtig ist aber durchaus, dass wir uns um eine mögliche Blutung kümmern, weil je stärker die Gewalteinwirkung war, umso schneller kann es auch bluten. Also 1 bis 2 Mal Arnika ist als erstes Mittel eigentlich das Wichtigste. Das bitte sofort geben, das ist quasi in dieser Abfolge unser Schockmittel. Arnika. 1 bis 2 Gaben. Das reicht aber nicht. Es muss weitergehen. Als nächstes müssen wir die Schwellung verhindern. Das ist Ledum. Ledum, 3x2 Gaben in den ersten 10 Minuten und dann die nächsten Tage natürlich 3 bis 4 Mal täglich weitergeben. Und die einfache Abheilung wäre dann Rustox oder Rustoxicodendron, wie die Pflanze mit vollständigem Namen heißt. Das ist das Mittel, was wir zur Abheilung geben. Rustoxicodendron ist nicht das Mittel für die akute Verletzung, sondern ist das Mittel für die Abheilungsphase. Es ersetzt also quasi bei den Weichteilverletzungen das Calendula. Weichteilverletzung hatten wir Calendula als Abheilungsmittel. Bei Gelenksproblemen haben wir Rustoxicodendron als Abheilungsmittel. Das Leitsymptom von Rustox ist, dass der Schmerz zum Beginn einer Bewegung schlimm ist und bei fortgesetzter Bewegung besser wird. Dass das Gelenk sich warm laufen lässt, dass man es warm laufen kann. Das ist natürlich nicht in der ersten Stunde oder in den ersten paar Minuten möglich. Das ist auch nicht am ersten Tag möglich. Das ist in der Regel erst am 3. oder 4. Tag möglich. Deswegen, das ist die Phase der Abheilung. Das ist das Folgemittel nach Ledum.
Steifigkeit der Sehnen und Bänder nach dem Unfall wiederhergestellt werden musste, wieder aufgelöst werden muss. Ja? Also die Steifigkeit muss aufgelöst werden, die Beweglichkeit muss wiederhergestellt werden. Das ist der Einsatz von Rustox oder vollständig Rustoxicodendron. Die Modalitäten, Verschlimmerung durch Kälte, ja, da brauchen wir jetzt keine feuchten, kalten Umschläge. Feuchtes und regnerisches Wetter macht uns da auch nicht flexibler. Und besser wird es eigentlich durch Wärme. Es ist entweder warm laufen, warmes Wetter oder warme Anwendungen, die helfen, die Beweglichkeit wiederherzustellen. Wir haben also jetzt folgende Abfolge. Erstens was gegen die Blutung, Arnika. Dann machen wir etwas gegen die Schwellung. Das ist natürlich Ledum. Und dann gibt es natürlich noch kompliziertere Fälle. Also hier ist ganz offensichtlich nicht das Gelenk betroffen, aber der Knochen, in diesem Fall hier das Schienbein, tut weh. Da haben wir das auch, Sturz oder Tritt, dann tut der Knochen weh. Eigentlich ist nicht der Knochen der Schmerz, sondern es ist die Knochenhaut. Das ist jetzt mit diesem Arnika-Ledum nicht abgedeckt. Das ist auch akut, also nicht der Zeitpunkt, wo wir Rustoxicodendron nehmen. Hier brauchen wir ein weiteres Mittel und das ist das Symphytum. Symphytum ist das wichtigste Mittel für die Knochenhautverletzung. Bänder und Sehnen werden dadurch geheilt und vor allen Dingen die Knochenhaut. Es lindert vor allen Dingen den Schmerz, die durch Verletzung der Knochenhaut verursacht werden. Ja, diese Schmerzen, der Knochenschmerz. Wer schon mal einen Tritt vors Schienbein gekriegt hat, weiß genau, das fühlt sich anders an. Das ist jetzt nicht nur einfach wie ein Tritt gegen den Muskel, sondern das ist ein anderer Schmerz, wesentlich unangenehmer. Und wenn solche Knochenreizungen mit dazukommen, durch diese Gelenksverletzung, durch diesen Tritt oder Stoß oder so, dann geht's weiter. Aconit, naja, eventuell, aber nicht unbedingt. Aber wichtig, Arnika. Als nächstes brauchen wir dann was gegen die Schwellung, das ist Ledum. Und wir brauchen das Symphytum, weil die Knochenhaut so schmerzt. Und dann geben wir Ledum und Symphytum im Wechsel. Mehrere Tage lang. Und dann erst in der Abheilungsphase das Rustoxicodendron. Also das wäre so die etwas kompliziertere Abfolge, aber das müssen wir überlegen, wenn wir Gelenksverletzungen durch Stoß, Fehltritt haben. Brauchen wir ein Schockmittel? Ja, vielleicht, vielleicht auch nicht, kann man sich überlegen. Dann müssen wir auf jeden Fall was gegen den ersten Schmerz und die Blutung tun, das ist Arnika. Und direkt danach folgt Ledum und Symphytum im Wechsel. Für mehrere Tage fortgesetzt. Und dann zur Abheilung des Rustoxicodendron. Es gibt noch weitere Mittel bei Verletzungen von Gelenken oder Knochen. Zustand nach Sturz, Tritt oder Schlag oder eines Umknicken eines Gelenks kann zu Knochenschmerzen führen, die bei Belastung sich verschlimmern. Man kann also gar nicht mehr auftreten. Es kann schlimmer sein. Und dann kann es sein, dass Ledum und Symphytum kaum wirken, dass wir keine wirkliche Wirkung haben. Das wäre für mich ein Indiz, dass man sagt, oh, das scheint vielleicht doch schlimmer zu sein. Und jetzt ist das notwendig, was man Diagnostik nennt. Wir müssen jetzt mal den Experten dran lassen und schauen,
was da los ist und was gemacht werden muss. Und dann kann es natürlich sein, dass wir einem, Hahnemann sagte dazu, mechanische Hülfe, also eine Hilfe, die die Mechanik des Knochens wiederherstellt, brauchen. Einen Gips zum Beispiel. Das löst aber nicht das Schmerzproblem. Und für Schmerz und Heilung kann man jetzt trotzdem etwas homöopathisch machen. Das wichtigste Mittel bei solchen Sachen ist Ruta. Ruta hat eigentlich ganz ähnliche Schmerzen wie Ledum, nur sind die durchdringender. Während Ledum den Schmerz an Ort und Stelle spürt, nimmt Ruta den Schmerz im ganzen Körper wahr. Das ist natürlich auch typisch für solche Knochenverletzungen, dass wir so ein Zerschlagenheitsgefühl im ganzen Körper haben, dass sich alles irgendwie wund und schmerzhaft anfühlt. Und es ist das wichtigste Folgemittel des Ruta, immer dann, wenn die Knochen verletzt sind. Das nimmt also den Knochenschmerz und dann sieht unser Diagramm so aus. Eventuell ein Schockmittel Aconit, dann was gegen die Blutung, das wäre Arnika, dann Ledum und Sympphitum als erstes Mittel, um die Schwellung und diesen ersten Wundschmerz wegzunehmen. Und dann kann es sein, wenn es doch schlimmer ist, dass wir wechseln müssen und das Ruta, das Ledum durchs Ruta ersetzen müssen und Ruta und Sympphitum im Wechsel geben, bis das Ganze sich beruhigt hat. Das kann 3, 4 Tage dauern. Dann brauchen wir ein fünftes Mittel für die Knochenheilung. Das wäre Calcium Phosphoricum. Das ist jetzt nicht unbedingt ein Verletzungsmittel, ist also bei den 12 Verletzungsmitteln nicht dabei, aber das ist das Mittel, was der Knochenheilung hilft. Gibt man dann einmal täglich und bis der Gips weg ist. Und wenn der Gips dann runterkommt und dieses Warmlaufen des ganzen Glieds, des ganzen Gelenks wiederhergestellt werden muss, dann brauchen wir Rustoxicodendron. Also dieses Diagramm ist jetzt so die komplette Zusammenstellung, wenn es Ärger gekommen ist, wenn wir auch einen Knochenbruch vielleicht sogar haben oder einen beinahe Knochenbruch, eine Traumatisierung des Knochens, das kann auch nur so ein Knochenödem sein, dann brauchen wir Ruta und Sympphitum in Wechsel für mehrere Tage. Brauchen dann, wenn der Schmerz sich beruhigt hat, Calcium Phosphoricum für die Knochenheilung und brauchen dann zum Abschluss, um die Beweglichkeit wiederherzustellen, das Rustoxicodendron.